Wir feiern die 50. Bundesliga-Saison heute im 1Live-Plan mit Talk mit dem Trainer von Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, und einem Mann, der vor knapp 2 Jahren ein jetzt schon legendäres Interview mit ihm geführt hat. Der Fußballjournalist und Stadionsprecher Arndt Zeigler. Wir reden heute über 5 Jahrzehnte Bundesliga, die schönsten Höhepunkte, alles, was da so gewesen ist. Ich habe hier schon 2 Zettel vorbereitet, da stehen die wichtigsten Fragen drauf. Die möchte ich euch bitten, einmal auszufüllen. Das ist für Arndt. Ist das ein Wissenstest oder ein Psychotest? Es ist so eine Mischung aus einem Wissens- und einem Psychotest. Die Fragen werden im Laufe der Stunde auftauchen. Ihr habt jetzt ungefähr 4 Minuten Zeit, diesen Zettel auszufüllen. Es ist nicht ganz leicht, ich würde direkt loslegen und vor allem bitte nicht abgucken. Warum hast du eben gesagt, der ist für Arndt, hat der andere Fragen als ich? Der hat genau die gleichen Fragen. Aber ich wollte euch so eine persönliche Note vermitteln, dadurch, dass ich den Namen auch noch in Rot oben drauf geschrieben habe. Ach so, okay. Wir gucken nicht ab, ne? Ihr guckt auf gar keinen Fall ab. Jürgen Klopp und Arndt Zeigler sind zu Gast im 1Live Plan mit Talk. Okay. Mein Name ist Till Hase. Hallo, guten Abend. Oh. 1Live Plan mit Talk mit Jürgen Klopp und Arndt Zeigler. Ja, Punktlandung. Jürgen Klopp hat schon vorher abgegeben. Wollte ich gerade, Arndt hat überzogen. Der hat aber auch tatsächlich abgeguckt. Hat er bei dir abgeguckt? Das ist gelogen. Das werden wir jetzt gleich alles eruieren. Die beiden sind zu Gast im 1Live Plan mit Talk. Ich habe sie hier gerade einen Fragebogen ausfüllen lassen zu den wichtigsten Fragen, 50 Jahre Bundesliga. Und das waren die wichtigsten. Beziehungsweise 50. Bundesliga-Saison waren wirklich die wichtigsten, ja, oder? Ja. Es fehlt keine. Es fehlte keine, sind alle mit dabei. Sie werden jetzt alle im Laufe der Sendung auftauchen, bevor wir dahin kommen. Wir feiern jetzt die 50. Bundesliga-Saison. Jahrgang 65 ist Arndt, Jahrgang 67 ist Jürgen. Ihr seid ein bisschen jünger als die Bundesliga. Arndt, deine erste Erinnerung in Bezug auf Fußball? Meine erste Erinnerung in Bezug auf Fußball muss irgendwas mit Franz Beckenbauer zu tun haben. Und nee, Quatsch! Jetzt weiß ich. Meine erste Erinnerung in Bezug auf Fußball ist, dass ich bei der WM 1970, wo Jürgen noch viel zu jung war, manche Spiele... Der war doch nicht 7, wenn er 67 geboren ist, 1970. Du hast gerade 74 gesagt. Nein. 1970, und zwar habe ich 2 ältere Brüder gehabt. Und die durften immer schon Spiele gucken, die waren deutlich älter, 5 und 10 Jahre. Und ich habe dann angefangen, Spiele zu gucken, nur um länger aufbleiben zu dürfen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber mit meinen beiden älteren Brüdern spät abends noch Fußball gucken zu dürfen, fand ich ganz toll. Wie war das bei dir? Das war der Einstieg bei mir. Verrückt. Mein Einstieg war, ich habe Paul Breitner bei der WM 74... Also aus großer Distanz einen Ball im Winkel geschossen, und ich habe, es muss rund um meinen Geburtstag gewesen sein. Gegen Jugoslawien. Ja, nicht gegen Chile. Jugoslawien, denn aus großer Distanz. Gegen Chile war Eröffnungsspiel für Deutschland. In Winkel geschossen. In Berlin. Und da habe ich meinen guten Freund auf die Wange geküsst. Das hat bei meinem Vater große Sorgenfalten. So im Überschwang der Gefühle. Ja. Hat er dann gedacht, warum hast du den nicht aber der war in deinem Alter, der Kleine. Ja, ziemlich genau gleich alt. Wann gingst du los mit den ersten Stadionbesuchen? Ja, ein paar Jahre später in Stuttgart. Also ich habe Gerd Heinze durchs Tor fliegen sehen. Ja, und in Stuttgart habe ich Ohlicher spielen sehen. Ich habe Asgeir Sigurvinsson gesehen. Didier Six habe ich gesehen. Ich durfte Jürgen Klinsmann suchen. Hansi Müller, Karl-Heinz Förster. Wie ist man damals ins Stadion gegangen? Ich kann mir das ja etwas jünger als ihr heute aus heutiger Perspektive kaum also noch vorstellen. Das Schlimme ist, wenn ich von meinem ersten Stadionbesuch erzähle, das ist wie aus dem Krieg. Weil ich weiß noch ganz genau, die Eintrittskarte hat 2,50 Mark gekostet. Das ist immer so wie früher, wenn Deutsche Opa Mark, und Oma erzählen, das Brot hat damals 80 Reichspfennig gekostet. Also bei mir war es das Spiel Werder Bremen, Bayern München. Das mit Werder Bremen hatte man sich schon denken können bei dir? Frühjahr 76, und ich bin aber wegen Bayern München hingegangen. Ich war da noch gar nicht Werder-Fan, sondern wollte Beckenbauer, Müller, Meier und so weiter sehen. Und ich hatte damals auch, wir hatten zu Hause nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich fand es ganz toll, Fußball in Farbe zu sehen. Oh. Und es war ein ganz langweiliges 0:0, aber ich war völlig infiziert hinterher. Also ein farbloses Spiel. Ja. Werner Goetz hatte die größte Torchance des Spiels. Aber er hat es nicht reingemacht, weil es ja 0-0 ausgegangen. Er ist zu jung für Werner Goetz. Ne? Wenn man sich heute Spiele anguckt aus der Zeit damals, ich meine vor allem so 60er, 70er, 80er Jahre, dann wirkt das sehr, 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 sehr langsam, was die Herren damals auf dem Platz veranstaltet haben. Wie habt ihr das damals empfunden? Das liegt zum großen Teil tatsächlich an der schlechten Kameraführung. Es ist wirklich so. Man hat eine Kamera gehabt, die heute, was ist das, Kamera 1, die einfach schwenkt von rechts nach links und von rechts nach links, und das lässt das Spiel völlig anders wirken. Ist das tatsächlich ernst gemeint, glaubst du? Ne, das ist definitiv so. Natürlich sind die Spieler heute auch fitter, schneller und so weiter, aber tatsächlich, diese Art der Übertragung verändert und verfälscht einiges. Ich finde aber schon auch noch interessant, wenn man so Bilder aus den 60ern sieht, wo dann in der Bundesliga ein Elfmeter meinetwegen verschossen wird, und du siehst hinter Torkamera, dann siehst du manchmal 6, 7 Spieler, die, als der Ball schon längst wieder im Spiel ist, so mit Händen in Hüften noch stehen und gucken, wo er hingeht ungefähr. Also das hat sich schon ein bisschen verändert. Also es ist ein bisschen weniger dynamisch gewesen damals, das kann man, glaube ich, schon sagen. Also sowohl die Kameras als auch die Spieler. So, also natürlich waren die Jungs schlechter trainiert. Die Bälle waren schlechter, definitiv. Die Schuhe waren schwerer, der Platz war tiefer. Also das ist alles, kommt alles zusammen. Und
Die Kameraführung kommt noch dazu. Aber nichtsdestotrotz, also es gibt einige dieser Jungs von damals, die herausragende Spieler waren, wenn die so trainiert worden wären, wie eben die Burschen heute, wären das auch heute Weltklasse-Spieler, ganz bestimmt. Mich würde interessieren, ob jetzt Spieler von ihm zuhören, die jetzt in Zukunft als Entschuldigung für schlechte Leistung die Kameraführung ranziehen. Wenn sie merken, dass es bei ihnen zieht scheinbar. Und der beste Trainer war er damals halt wahrscheinlich auch noch nicht. Nee. Natürlich nicht. Nee, aber meine... Ich weiß es deshalb, weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Videokassette gefunden mit einem alten Spiel von mir. Da haben wir auf St. Pauli gespielt. Und hier in Köln, auch ein Thema, damals hat Stani ein Kopfballtor gegen mich erzählt. Und, Holger Stanislawski. Genau, Holger Trainer. Stanislawski vom 1. FC Köln. Und da habe ich gedacht, boah, ist das langsam. Es muss die Kamera führen. Ich habe übrigens heute tatsächlich, habe ich letztens vergessen mitzubringen, in der DPA-Bilddatenbank nach Bildern von ihm als Spieler geguckt und es gibt kaum eins, wo er nicht gerade jemanden fault. Also es sind Laufduelle, wo er den Ellbogen draußen hat oder Grätschen. Tatsächlich. Und ich habe dann niemals eine Karte wegen einem Ellenbogenschlag bekommen oder wegen der Grätschen nur einmal. Wahrscheinlich, weil die Leute war wegen Beleidigung. Beleidigung? Ist das vorgekommen. Also ist, man hat mich kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man dich jetzt vom Spielfeld ran kennt. Und meine Frau hat gesagt, er ist auch einer von denen, die im Alter gewinnen, als ich die Fotos gezeigt habe. Ja gut, aber deine Frau ist einfach auch eine freundliche Person, das muss man einfach auch noch dazu sagen. Wenn sich heutzutage so Experten aus der damaligen Zeit zu Wort melden, Seela, Beckenbauer, die damals große Stars waren, Günther Netzer war ja auch immer gut gefragt, dann denkt man sich ja manchmal so als Zuschauer oder Zuhörer, eigentlich haben die gar keine Berechtigung, weil die damals so langsam gespielt haben. Nee, das war ja die Kameraführung. Weiß ich, aber ich wollte trotzdem nochmal nachhaken bei Jürgen Klopp. Also hat sich das Wesentliche nicht verändert und deshalb dürfen sie weiter sich mit Kommentaren da zu Worte melden oder müssten die eigentlich mal den Mund halten, weil damals alles ganz anders war? Nein, sie waren zu ihrer Zeit Weltklasse und haben dementsprechend das Spiel besser verstanden als mindestens 2 von 3 hier im Raum. Und oder denke ich jetzt mal drüber nach. Ja. Ich auch. Wir haben gleich noch 2 Kameras, in der wir das machen können. Okay, also 4 von 5 hier im Raum. Ja. Und dementsprechend natürlich, das sind wirklich die ganz Großen und haben zu ihrer Zeit das Spiel geprägt. So, fertig. Und dass sich das Spiel ein bisschen verändert hat, hat mit ihrer Leistung überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, sie in einer anderen Zeit wären trotzdem Weltklasse gewesen. Ein Franz Beckenbauer, ein Gerd Müller. Wie Gerd Müller zu seiner Zeit verteidigt wurde, als die Kamera noch nicht schwenkte, dass der Wund geprügelt worden von Gegenspielern und hat am Anschluss trotzdem 60 Tore pro Saison geschossen. Also. Ich glaube, diesen Halbsatz werden wir noch öfter hören, als die Kamera noch langsam schwenkte. Wir feiern den Beginn der 50. Bundesliga-Saison. Die jüngste, also die 50., die ist jetzt noch nicht so alt, ziemlich genau einen Spieltag. Ist schon irgendwas passiert, von dem ihr glaubt, dass man sich in 50 Jahren noch daran erinnern wird? Es ist ein defensiver Mittelfeldspieler für 14 Millionen verpflichtet worden. Ja. Hoffe ich, dass man in 50 Jahren noch drüber spricht und dass die Summen nicht so explodieren, dass man sagt, stell dir mal vor, früher hast du einen 6 noch für 40 gekriegt. Ich habe zu Anfang dieses 1Live-Plan mit Talks Fragebögen verteilt an Jürgen Klopp und an Zeigler, meine Gäste heute. Mit den wichtigsten Fragen zu all den Jahren Bundesliga, die wir schon hinter uns haben, 49. Eins kommt noch dazu und dann ist es die 50. Bundesliga-Saison seit Anbeginn. Und ich muss sagen, da sind sehr wichtige Fragen drauf. Es geht viel um Fußball, es geht auch so ein paar Sachen beiseits des Fußball. Und man muss sagen, bei dir, Arndt, ist schon sehr Werder Bremen geprägt, der ganze Fragebogen. Muss man einfach mal sagen. Das ganze Leben ist Werder Bremen geprägt, aber doch nicht nur bei mir. Das. Jürgen hat sich da ein bisschen weiter weggegangen, auch von seinem aktuellen Verein. Wir fangen einfach mal an. Der unterschätzteste Spieler, der gespielt hat in der Fußball-Bundesliga, sagst du, Arndt, Marko Arnautovic. Ja. Man kann ihn heute noch spielen sehen. Ja. Warum wird er unterschätzt? Ich muss den seit 3 Jahren verteidigen, seit er bei Bremen spielt, weil er natürlich ein, warum? Man kann positiv sagen, ein sehr eigenwilliger Charakter. Aber du hast mal über ihn gesagt, Pfeil im Kopf. Nein, das kannst du nicht sagen. Jedenfalls, ich liebe den, weil ich, also abgesehen davon, dass er oft den Anschein macht, dass er wirklich einen Pfeil im Kopf hat, ist es so, wenn man das Gefühl hat, der ist mal klar im Kopf und wenn der wirklich mal das macht, was er kann, ist das ein überragender Fußballer. Das merkt nur im Moment oder hat noch keiner gemerkt, weil alle immer warten, dass der Durchbruch endlich kommt. In Dortmund haben wir es mitbekommen, der war gut. Ja? Am Wochenende, ja. War wirklich gut. Aber hatte auch keinen Fall zu dem Zeitpunkt im Kopf. Du wolltest das, glaube ich, auch noch korrigieren. Ne? Was hattest du denn wirklich gesagt? Nein, ich glaube, ich war eine Waffe. Das stimmt nicht. Ich bin bekannt dafür, dass ich mit so Spielern, also ich mag die, also die ein bisschen schwieriger sind, ja, die ab und zu bei Polizeikontrollen nicht die 100% richtige Wortwahl. Also du würdest eigentlich auch gerne Mario Balotelli hättest du auch gerne in deiner Mannschaft. Nee, also, wie gesagt, schön, wir bleiben bei der Bundesliga. Dein unterschätztester Spieler aller Zeiten, Uwe Bindewald. Frankfurt. Oh, stark.
Uwe Binderwald, mit Uwe Binderwald. Von welcher Zeit reden wir ungefähr? Nein, Anfang der 90er. Also Anfang der 90er? Ja, klar. Uwe hat mit mir zusammen 1987 bei Eintracht Amateure gespielt. Also er hat gespielt, ich habe mir das Ganze von draußen angeguckt. Und er war so körperlich so stark gewesen, dass er bei intensivsten Waldläufen tatsächlich ein, zwei Spieler noch hätte tragen können. Also war er aber genau genommen eigentlich in Waldläufen unterschätzt? Nee, in der Bundesliga. Weil man hat so gesagt, also warum spielt er Bundesliga? Aber Uwe Binnenwald, ich meine, 300 Bundesligaspiele ungefähr gemacht für Eintracht Frankfurt und war ein grundsolider, richtig guter Innenverteidiger, Manndecker damals noch. Und da sich nur wenige Menschen an ihn erinnern können, aber ich finde, dass er ein außergewöhnlicher Spieler war und ein guter Typ. Hast du diese Gelegenheit jetzt genutzt? Aber es merken schon alle, dass er eigentlich grundsätzlich Fragen immer mit unter Hinweisen auf ehemalige Kumpel beantwortet. Ne? Immer. Es ist nie jemand anders dabei. Also gut. Ich bin ja schon ganz froh. Ich habe ja auch gefragt nach dem besten Trainer in den vergangenen 49 Jahren. Und man muss Jürgen Klopp jetzt einfach immer zugutehalten. Obwohl Anwesende eingeschlossen waren, hat er sich da nicht genannt. Aber er hat Hennes Weisweiler genannt. Es gab kurze Frage hier in der Runde. Wie wird eigentlich Weisweiler geschrieben? Wir haben uns dann darauf geeinigt, ohne SZ, sondern einfach nur mit einem S. Aha. Nein, die Reaktion von Arndt war, wie kann ich nur aus der Schule von früh, ich frage, wie schreibt man Weisweiler? Weisweiler wegen der vier Meistertitel oder wegen des Fußballs, den er spielen lassen hat? Also ehrlich gesagt, das mit den vier Meistertiteln war mir nicht hundertprozentig präsent, aber die Art des Fußballs war damals, wie ich finde, begeisternd. Und es ist ganz 70er Jahre, Borussia Mönchengladbach. Es kommt ganz selten vor, dass eine Mannschaft aufgrund ihres Spielstils einen Namen kriegt, so, ja, die jungen Fohlen. Und das ist eben damals passiert und das liegt daran, dass die Jungs einfach, glaube ich, nicht aufgrund ihrer Überlegenheit individuell, sondern aufgrund ihres Tempos, ihrer Lebendigkeit im Spiel einfach alles verändert haben. Und das hat sogar mich als ganz kleinen Jungen, mindestens dann später aus Erzählung meines Vaters, beeindruckt. So vom Schauen? Aufgrund der schlechten Kameraführung von damals habe ich nicht so wahnsinnig tolle Bilder im Kopf, aber ich sollte das nochmal sagen. Welche Trainer haben dich dann als Spieler beeindruckt? Was mochtest du oder was hast du geschätzt? Meine eigenen Trainer, ja. Also Wolfgang Frank natürlich zu nennen. Ich mochte, wenn Trainer eine Mannschaft besser gemacht haben. So einfach ist das. Wenn du nicht nur das abgerufen hast, was schon da war. Das sind ja meistens relativ gute Fußballer, auch in der zweiten Bundesliga, die sich da treffen und dann den Unterschied zu machen aufgrund des Mannschaftsspiels, da kann ein Trainer schon ein bisschen Einfluss nehmen. Und da war Wolfgang Frank der Erste, der uns das Gefühl gegeben hat, wir müssen nicht nur aufgrund unseres etwas weniger ausgeprägten Talents von vornherein die Segel streichen, sondern wir dürfen auch noch an den Sieg glauben. Anpfiff. An was glaubst du, was muss ein Trainer heute anders machen als in den 70er Jahren? Oh, das ist für mich als Nicht-Profi natürlich ganz schwer zu sagen. Und als jemand, der nie... Du redest ständig über Dinge, von denen du eigentlich nichts verstehst. Also auch wieder wahr. Dann versuche ich es mal. Also ich glaube, was zumindest wenn man von außen guckt, außer der Kameraführung noch anders ist heute, ist, dass man früher, hat man das Gefühl, das waren so Fußballlehrer und so wie Turnlehrer in der Schule. Das waren alles ältere Herren in Trainingsanzügen, die Spieler gescheucht haben einfach. Ich weiß zum Beispiel auch noch, ich habe mal ein Buch geschrieben, wo ich mich mit vielen ehemaligen Spielern unterhalten habe, die gesagt haben, dass es bis Anfang der 70er Jahre noch verboten war, beim Training was zu trinken. Weil es damals den Grundsatz gab, trockener Körper ist leistungsfähiger. Da haben die Trainer die Spieler gescheucht, bis sie wirklich angefangen haben zu fantasieren, weil die Durchblutung nicht mehr da war, weil bei 35 Grad und die durften nichts trinken. Also insofern glaube ich, dass heute die Trainer es natürlich etwas leichter haben, weil es viel mehr Trainingslehre gibt und viel mehr Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann als früher. Aber man hat nicht mehr diese klassischen Typen mit verschränkten Armen, also mal abgesehen von Felix Magath. Und Trillerpfeife. Mit Trillerpfeife und verschränkten Armen auf dem Platz stehen und eigentlich nur gucken, beobachten und scheuchen, wie du es gerade genannt hast. Genau. Vermute ich. Also, und meine Theorie ist auch, dass man so in den letzten 10, 15 Jahren auch ein bisschen mehr kapiert hat, dass die Menschenführung auch ein ganz wichtiger Mosaikstein ist, was man früher vielleicht gar nicht dachte. Bis auf ein paar Ausnahmen. Früher hat man verstanden. Früher hat man immer so das oder ganz oft so das Ideal gehabt, es muss ein Schleifer sein, der muss knallhart trainieren und dann bringt er die Mannschaft wieder auf Kurs. Und ich glaube, das funktioniert mit den Spielern von heute nicht mehr, über einen größeren Zeitraum. Aber der erfolgreichste Trainer bei Bayern München, Udo Lattek, hat genau damit Riesenerfolg gehabt. Schleifer? Dass er genau die Jungs eben so genommen hat und mit ihnen gearbeitet, wie sie waren. Er hat ein absolutes Star-Ensemble damals trainiert und da ging es jetzt nicht darum, die jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Es ging tatsächlich darum, dass sie ihren Ego auch ausleben durften und trotzdem am Wochenende parat waren. Ich glaube, das war der große Unterschied zwischen dem, was Udo Lattek bei Bayern München machen musste und Hennes Weisweiler bei Gladbach machen durfte. Und das also da nicht alle waren
Schleifer, sondern klar, man hat einfach ein ganz anderes Verständnis gehabt gegenüber Obrigkeiten. Also das ist ja nun mal die Nachkriegszeit gewesen. So lange war es nicht her. Die Trainer waren jetzt nicht Anfang 30 und durften direkt loslegen, sondern die hatten alle schon ein etwas gesetzteres Alter. Also dementsprechend war es normal, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainern völlig anderes war. Dass sich das heute ein bisschen nivelliert, denke ich, ist auch normal und in den meisten Fällen ja auch erfolgreich. Größter Schleifer aller Zeiten? Also ich weiß, das ist, jetzt klinge ich ganz klugscheißermäßig. Weit vor meiner Zeit gab es einen Trainer, Helenio Herrera. In der Bundesliga? Nee, der hat Inter Mailand trainiert, meines Wissens, und viele internationale Mannschaften. Und das, der galt immer so als der Inbegriff des Quälers. Und jetzt in der Bundesliga hat man natürlich viele Geschichten von Felix Magath gehört. Bei zurückliegenden Trainern, weiß ich gar nicht, gab es auch, ich glaube, Jula Lorand war so einer. So einer gewesen sein. Ja. Aber wie hieß denn der? Immer aus dem Saarland? Nicht? Klimaschewski. Klimaschewski? Ja. Ist Klimaschewski der Spieler hat im Probetraining unter der Dusche? Was hat er gemacht im Probetraining? Hat er gefragt, kannst du auch bei Regen? Es war aber schönes Wetter. Und er hat gesagt, ja klar, okay, das probieren wir dann unter der Dusche einen Ball hochhalten lassen. Oder hier Werner Lorand überhaupt. Werner Beinhardt. Der war ja brutal allein schon wegen der Frisur, die er seinen Spieler immer zugemutet hat. Hattest du ein Vorbild für deine erste Kabinenansprache, Jürgen? Ja, auch Wolfgang Frank. Also ich habe da... Entschuldigung. Ja, nee, ist voll gut. Ich war immer in Mainz. Ja, was wollt ihr denn haben? Ihr habt einen typischen Zweitligaspieler zu 50 Jahre Bundesliga eingeladen. Da kann ich da nichts für. Ja. Fußballwissen in Reinstform heute im 1Live-Plan mit Talk. Wir haben zwei Perspektiven, eine journalistische und eine aus dem Sport selbst. Jürgen Klopp und Arne Zeigler sind zu Gast im 1Live-Plan mit Talk. Geht runter wie Öl oder nicht? Ja, das verstehe ich nicht. Das habe ich mit Journalismus zu tun. Ja, nachdem wir eben schon erfahren haben, dass nur zwei von drei Personen in diesem Studio... Ja, er teilt aus. Er teilt wirklich aus heute. Nicht. Ich bin so verwundert, weil der Fragebogen, den ich euch eben gegeben hat, es kommt ein Verein bzw. eine Stadt kommt zweimal vor, allerdings in komplett verschiedenen Zusammenhängen. Es ist Bochum. Mhm. Bochum hat einmal einen Spitzenplatz bei einem von euch beiden in puncto Stadionwurst. Und einmal in puncto hässlichstes Trikot aller Zeiten. Oh, das stimmt, das Faber-Trikot. Da kommen wir noch zu. Du hast das Wort gesagt. Ja. Du hast ja Werbung gemacht. Ja, egal. Ich habe extra nicht gesagt. Ich darf das. Es gibt ja auch noch andere Lotterien. Mhm. Glückslotto und die in England und Spanien wird das auch betrieben. Lotto. Jürgen, du stehst jedes zweite Wochenende vor einer der beeindruckendsten Kulissen des Weltfußballs. Südtribüne in Dortmund. Warst du selber mal früher irgendwo in einer Fankurve respektables Mitglied? Nee, viel zu selten. Also ich habe immer selber Fußball gespielt. Das wahrscheinlich unterscheidet mich wiederum von vier Augenfarben. Fällt jetzt übrigens erst auf, dass es ganz abenteuerlich ist, dass du vorhin behauptet hast, du hättest Klinsmann noch als du quasi ein kleiner Junge warst, hättest du Klinsmann gespielt. Ich bin da selber im Auto hingefahren natürlich, aber jetzt war ich da. Sein Alter ungefähr. Ein bisschen älter als Jürgen schon. Na gut. Also du warst viel zu selten im Stadion. Genau, das 80 Kilometer. Ich komme aus einem kleinen Ort. Im nördlichen Schwarzwald sind 80 Kilometer nach Stuttgart und dementsprechend waren wir das nicht so häufig. Wir haben das meistens und in unserem Ort gibt es auch noch hauptsächlich einen Bayern-Fanclub, dessen Vorsitzender mein Onkel war. Das heißt, wenn überhaupt, dann sind sie nach München gefahren und das war noch weiter und ja, wie gesagt, ich selber gespielt. Also so an sich oft im Stadion war ich nicht als junger Bursche. Ist es heute immer noch ein Bayern-Fanclub oder ist er umgeschwenkt? Nee, ich glaube, ist nicht dran zu rütteln. Nicht wegen dem Jürgen, ne? Aber eben habe ich so rausgehört, deine Mutter wäre umgeschwenkt, weil die findet alles super, was du machst. Ja, das ist nicht bei allen Müttern so. Ja. Also ich hoffe. Ich hoffe auch. Bei 5 von 5 Müttern. 2 von 3 Anwesenden. Ja. Das beeindruckendste Erlebnis, das du mit dem Fan hattest in der Zeit in Dortmund? Oh, in Dortmund. Ich bin da mit einem Fan, weiß ich gar nicht. Also auch mehrere gewesen sein. Ja, das sind dann ungefähr zwischen 25.000 und 27.000. Die Zahlen schwanken ein bisschen. Also klar, die Süd ist das Beeindruckendste, was man haben kann. Und das Schöne daran ist, dass es tatsächlich nicht weniger wird. Also man kann sich an sowas nicht gewöhnen. Man gewöhnt sich an ganz viele Dinge. Das ist ja leider im Leben so. Wenn etwas außergewöhnlich ist, man hat es öfter, ist es nicht mehr außergewöhnlich. Und das ist da hundertprozentig so. Und macht richtig Spaß. Einzelne Leute treffe ich sehr häufig. Das ähnelt sich aber. Ja, das ist dann, die Leute werden einigermaßen nervös und so, das ist nicht so beeindruckend. Aber wirklich diese Menge, das ist schon großartig. Arndt, du hast geschrieben unter skurrilstes Ereignis in all den Jahren Bundesliga, ein Ordennewitz-Kopfballtor gegen den KSC, das nur durch Stadionumbau in Klammern Windböe möglich wurde. Ja.
Also es gibt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man nach skurrilen Erlebnissen gefragt wird, aber das weiß ich noch ganz genau. Es war, glaube ich, Bremen gegen Karlsruhe und zu der Zeit wurde gerade die eine Tribüne war abgerissen. Das heißt, das Stadion war nach einer Seite offen und der hat einen Ball eigentlich von der Torauslinie nach innen legen wollen und dieser Ball ist in einer unglaublichen Kurve und es war nicht jetzt irgendwie eine Bananenflanke, die viel Platz hatte, um diese Kurve zu machen, sondern der hat neben dem Pfosten gestanden, wollte ihn nach innen legen und der Ball ist vom Wind reingedrückt worden, weil der Wind von der einen Seite des Stadions reinblies. Was sonst nicht passiert hätte passieren können. Also es war wurde offiziell gewertet, war alles in natürlich. Ordnung. Es war für beide der gleiche Wind. Gab's nicht, das hat mit dem Wind nichts zu tun gehabt. Hat nicht mal Uwe Reinders einen Einwurf? Eingeworfen, ja, das stimmt. Jean-Marie Pfaff, war das gleiche Stadion mit Wind? Oder war das nee, das war mit ich glaube, das war einfach Tor, vergriffen, oder? Das war vergriffen einfach, oder? Na, der hat ihn netterweise noch berührt, das hat er sonst gar nicht gezählt. Er, ja. Da haben wir noch einen kleinen Ausflug. Das war sein erstes Bundesligaspiel. Haben wir gerade noch einen von Pfaff Ausflug. Oder von Reinders? Pfaff. Tja. Beste Stadionwurst, da sind wir beim Thema Bochum. Arndt sagt in Bochum. Jürgen ist gar nicht so weit weg. Was schätzt du wo? Was Jürgen gesagt hat? In Dortmund möglicherweise? Nee, hat er nicht gesagt, weil der ist nämlich nicht so wie du, dass er immer Bremen ins Spiel bringt, aha, nur weil er da irgendwie mit verbunden ist, sondern der hat sich auch ein paar andere gedacht. Wahrscheinlich gemacht. Verkauft irgendwo ein Freund von ihm Stadionwürste in irgendeinem Stadion. Vermutlich mit dem Jürgen früher bei Mainz zusammen gespielt hat. Ich habe Wattenscheid gesagt natürlich. An der Lohrheide wurde und wird die beste Wurst. Was macht die aus? Also Geschmack. Wir kommen gleich auch nochmal zu Bochum. Geschmack, ja. Konsistenz, keine die, Ahnung, die schmeckt einfach lecker. Ist die Currysoße, ist Currypulver nein, drüber keine gestreut? Nein, keine Curry, das Stadion, was hat da Curry drauf verloren? Der kommt ne? aus Köln. So, also Stadionwurst ist immer mit Senf. Nur Wurst, Senfbrötchen, fertig. Und das ist in Wattenscheid, keine Ahnung, ich glaube, dass Wattenscheid war ja immer, wahrscheinlich, also Steinmann hat das Ganze finanziert, aber der Rest aus Rom war, glaube ich, einigermaßen familiär, hatte man den Eindruck. Also, dass irgendwie die Frauen von anderen Vereinszugehörigen die Würste da selber gemacht haben. Und das war echt, die waren wirklich lecker. Ich war da als Spieler mal dabei und nicht im Kader, ja, verletzt. Und da habe ich, klar, da hab ich mir eine Stadionwurst gegönnt. Und später, wenn ich als Trainer zur Spielbeobachtung bin, habe ich mich immer gefreut. Das kennen wir, wenn man so die letzten paar Kilometer, bevor so ein Parkplatz ist, wenn das Wasser schon im Mund zusammenläuft. Weil man gleich nach Bochum kommt. Ja, Wattenscheid ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das schmeckt. Oh, das ist, überleg mal, nicht abgesprochen. Und Bochum und Wattenscheid sind bei den besten Würsten genannt worden. Da ist jetzt aber hier im Sektor, aber in Bochum. Da werden sich alle sehr, 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 sehr drüber freuen. Hat sich eigentlich was verändert, Arndt, dadurch, dass es immer weniger Alkohol in immer mehr Stadien gibt? Oh. Wie ist das denn in Bremen? Also das Ding ist ja, ich bin ja dadurch, dass ich Stadionsprecher bin, gar nicht mehr in der Situation, auf einer Tribüne mir ein Bier kaufen zu können. Das ist, wenn dann nur bei Auswärtsspielen möglich. Ich weiß es nicht. Also ich finde schon, wenn ich das so vergleiche mit meinen ganz frühkindlichen Erinnerungen, dass früher mehr Leute im Stadion tatsächlich eine Alkoholfahne hatten und betrunken waren und man hat früher wirklich mehr Randale gehabt und mehr Leute, die wirklich beim Reinkommen schon kaum noch gehen konnten, das war nicht schön. Das hat man nicht mehr so in dem Sinne. Das finde ich eigentlich eine ganz positive Begleiterscheinung. Es tut mir ein bisschen leid, dass Arndt solche Kindheitserinnerungen hat. Du hast andere. Schwankende Erwachsene, die riechen. Ich habe die Stadionzeitung verteilt in Bremen mit als Teenager. Musste das miterleben. Das ist ja Wahnsinn. Die Karriere, die müssen wir einfach mal sprechen. Du warst, du hast die Stadionzeitung verteilt. Das wäre der Echo. Und ich stand in der Westkurve. Heute bist du Stadionsprecher. Ja. Das ist ja vom Tellerwäscher zum. Er hat sich einfach ganz klar hochgearbeitet in diesem Verein. Aber man merkt doch immer wieder, also ich finde, wenn ich heute Trainer von Borussia Dortmund wäre, dann wäre es eine erstaunliche Karriere. Aber vom Stadionwurstverteiler. Von der Stadionwurst zum Stadionsprecher. Das war nun kein so großer Schritt. Arndt Zeigler und Jürgen Klopp sind zu Gast im 1Live-Plan mit Talk und wir reden über Fußball, wir reden über die 49 Jahre Bundesliga, die hinter uns liegen und über das Jahr, das noch kommt, über das reden wir wahrscheinlich gleich auch noch. Ich habe euch auch gefragt, das hässlichste Trikot, das es gegeben hat, das Faber-Trikot, wir nennen den Namen jetzt einfach nochmal, von Bochum konnte man sich dran erinnern. Hätte ich auch nennen können, tatsächlich. Aber du hast ein anderes genannt, eins, an das ich mich nicht erinnern kann. Ja, meines Erachtens war das der Beginn einer ganz furchtbaren Trikot-Ära. Ich glaube, die 90er Jahre, und zwar speziell die erste Hälfte, war ganz furchtbar. Da fingen dann alle Vereine an, so futuristische Designs zu haben mit so Zacken auf Trikots und so weiter. Ganz schlimm, die Torwart-Trikots. Torwart-Trikots waren ganz abenteuerlich. Und Kaiserslautern, als die Meister wurden Anfang der 90er, die hatten so ein Trikot, das aussah, als hätten die sich alle mit roter Spiegelung nochmal irgendwie in Tinte gewälzt oder so. Die hatten alle so Trikots, wo so blaue Flecken noch so rumliefen überall. Also ich bin da bei Trikots, bin ich ja wirklich ganz konservativ. Das muss alles möglichst stylisch, klassisch, minimalistisch sein. Also, die Trikots in Kaiserslautern gehen mittlerweile, aber vorne steht Allgäuer Latschenkiefer. Gut, da hast du natürlich. Ich mache mich über Trikotsponsoren nicht mehr lustig. Machst du nicht mehr. Darf man nicht? Das ist ja nur mal, bin ich raus dieses Jahr. Ach, das war der Trikotsponsor. Ich dachte, das war etwas mit dem Tempo. Okay. Ja.
Wir reden über Ästhetik jetzt hier in den nächsten Minuten. Man hat es schon mitbekommen, es geht auch um Farben. Wir haben ganz am Anfang festgestellt, dass Jürgen Klopp, beziehungsweise wir haben es nicht festgestellt, er hat selber gesagt, dass er auf dem aktuellen Kicker-Foto, jetzt machen wir schon wieder Werbung, es gibt auch andere Fußballzeitschriften, Sportbild zum Beispiel, dass er auf dem ganz weit rechts steht und ein ganz böses Gesicht zieht. Ja. Warum macht man das auf einem Foto, was die auf ganzen Fans ganze ein Jahr lang zu sehen haben? Auf dem man das ganze Jahr unterschreibt, ist auch cool. Aber ich hatte das tatsächlich, war so, dass ich letztes Jahr schon darauf hingewiesen hatte, beim Aufstellen nehmen für das Foto, dass ich gerne neben meinen Co-Trainern stehen würde und nicht vor ihnen. Weil ich bin 1,94 groß und war mal schmaler. Und wer hinter mir steht, hat keinen wirklich guten Platz. Und es war mir einigermaßen wichtig. Und dann habe ich gesagt, wenn das nächste Jahr wieder nicht klappt, gehe ich. Was ja nicht bei so einem Fototermin ein bisschen blöd wäre, ja, wo dann alle schon da sind. Und du nicht kommst. Oder ja, und dieses Jahr stelle ich mich da hin und dann hatten sie jemanden geschickt und dann habe ich gesagt, ja, und wie stehen wir jetzt? Und dann sagt sie, ja, wir dachten uns, dieser, du stehst vorne und deine Co-Trainer stehen hinter dir. Da ist mir ein bisschen, sind mir die Gesichtszüge entglitten, habe ich mich weit nach rechts gestellt und die haben dann angefangen zu fotografieren. Ich stehe da echt und gucke wie so ein trotziges irgendwas, aber gut. Wärst du gerne mal auf ein Panini-Foto gewesen? Ja, die meiste Zeit meines Lebens hätte ich das Geld sehr gut gebrauchen können, es dafür gab. Gab das Geld? Ich glaube, es gab 1.000 Euro oder sowas. Kann so, gut sein. Ja, ja, und dann wurde ich Trainer und dann sind wir in die Bundeswehr aufgestiegen, da waren meine Spieler drin, ich immer noch nicht. Aber weißt du, dass ich mal das Vorwort eines Panini-Albums schreiben durfte? Und zwar 2003 und in dem Jahr ist Werder Bremen dann Meister geworden. Aus heiterem Himmel. Hast du seitdem wahrscheinlich öfter versucht, dieses Vorwort nochmal zu schreiben? Sie haben dich nie wieder gefragt. Aber ich kann mich erinnern, dass auf dem Klo von einem Mitbewohner von mir mal ein Buch von dir lag. Mhm. Und da waren meine Bücher, die Seiten waren rausgerissen. Meine Bücher liegen aber immer auf Klos. Das ist tatsächlich so. Aber kann ich mich richtig erinnern, dass da auch das ein oder andere, ich weiß nicht, ob es nur hässliche Fotos waren oder ob auch tatsächlich wirklich schreckliche Panini-Bilder in dem Ding zu sehen waren? Ja, ja. Beides. Beides. Mhm. Ja, deshalb war er bei der einen Frage ganz klar im Vorteil. Da war er im Vorteil. Ne? Ja. Es gab nämlich nur eine Frage, der schönste Spieler der Bundesliga-Geschichte unter besonderer Berücksichtigung seiner Frisur. Ja. Ordennewitz bei Jürgen. Ordennewitz? Ja. Was fandst du an dem so besonders? Hübsch? Nichts. Also es ist ein ganz netter Kerl und es gab die Kölner Geschichte mit Machat Otze, aber ich wollte jemand anders nehmen, aber den hat Arm schon genommen und dann hat er gesagt, ich würde abschreiben und dann habe ich gedacht, so jetzt nehme ich einen Bremer Spieler. So. Ordennewitz sehe ich öfter, das sage ich ihm. Ordennewitz ist jetzt auch schon zweimal erwähnt worden in dieser Sendung. Einmal mit diesem Böen-Tor und jetzt noch unter dem Sichtpunkt. Aber ist das nicht irre? Guck mal, Stadionwurst nennen wir Bochum und Wattenscheid. Beim Erlebnis, er nennt Ordennewitz bei der ersten und ich bei der letzten Frage. Das ist alles schon gespenstisch. Es scheint eine besondere Verbindung zwischen euch zu geben. Bei dir war es Horst Rubesch. Oder Frisur Gernot Alms. Ja. Horst Rubesch kennt man noch. Ja, Horst Rubesch ist ja mehr optisch ohne Berücksichtigung der Frisur interessant gewesen. Aber Gernot Alms, überhaupt alle Spieler von Hansa Rostock zu der Zeit, glaube ich, die hatten alle den Mega-Foco-Hila. Anfang der 90er wird das genau, wahrscheinlich direkt auch gewesen sein. Direkt nach der Wende. Also und ich wollte auch Gernot Alms nennen und jetzt habe ich Franco Dennewitz genommen. Hast du mal einen Foco-Hila gehabt, Jürgen? Nee. Also mein Vater hat mir einen Pony mal kurz abgeschnitten, aber nee, hinter waren sich trotzdem nicht lang. Aber du hast mal so eine Papa-Frisur gehabt. Ja. Tatsächlich. Also auf den älteren Bildern, so bei Mainz und so. Ja, das war... Bei den Bildern, wo er immer nur beim V-Spielen zu sehen ist. Wo er gerade einem Ellbogen ins Gesicht hat. So hast du eben schon erwähnt. Nein, das war nicht Ellbogenschlag. Nee. Aber er hat immer so ein bisschen den Arm dabei gehabt bei Laufduellen. Ja. Ich finde zum Punkt Ästhetik... Zeig mir, der ohne Arme läuft. Was? Nee, sag mal. Nein, der ohne Arme ist ja nicht schlimm, du spielst ja nicht mehr. Ganz wichtig finde ich unter dem Gesichtspunkt Ästhetik jetzt noch. Es gab ja mal eine Zeit, da war nicht nur der Fukuhila ganz groß, sondern es gab auch eine Zeit, da war der Schnäuzer extrem groß. Und wenn man sich aktuell in deutschen Städten, vor allem Großstädten umguckt, da gibt's viele Menschen, manche nennen sie Hipster, die laufen sehr viel mit Schnäuzern heute wieder rum. Warum hat es der Schnäuzer nicht wieder in den Profifußball geschafft? Weil da alles langsamer geht. Also bis sich eine gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesliga durchsetzt. Also ich glaube, die Bundesliga ist einfach zu sehr ein Mikrokosmos, wo die Spieler alle die gleichen Klamotten tragen und die gleichen Sachen voneinander abgucken. Findest du langweilig? Stimmt nicht, oder was? Nein, das ist so... Was war es nochmal? Bei Kosmos war ich raus. Nein, die Spieler tragen die gleichen Klamotten. Was ein Quatsch. Also diese schwarzen im Winter, diese schwarzen Plastiksteppjacken, die hat jeder. Aber nur Profis. Und im Moment haben auch alle diese Kopfhörer. Diese glänzenden Steppjacken. Das sind nur, die gibt es in so einem Laden für Jungprofi-Bedarf, glaube ich. Kaufen die. Das heißt, es wird einfach noch ein bisschen dauern, bis der Schnäuzer kommt wieder. Oder er kommt vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, dass Profis da ein bisschen
man könnte sagen, konservativer oder langweiliger sind, was solche extremen Modeentwicklungen angeht, außer Arnautovic. Dass die also eigentlich alle eher ein bisschen länger brauchen, ehe sich sowas dann auch etabliert und sie dann auch mutig genug sind, das in der Liga auch zu machen. Jürgen, welcher Spieler deiner Mannschaft von Borussia Dortmund müsste anfangen, einen Schnäuzer zu tragen, damit ihn die ganze Bundesliga imitiert? Mats Hummels. Ach so, dann würde er nicht die Bundesliga imitieren, sondern ich glaube, würden alle dann tragen. Ja, Mats, wenn er das damit anfangen würde. Aber ich hatte früher einen. Wahrscheinlich als einziger von uns. 5 hier drin. Hm. Aber ich habe es gehabt, weil ich habe Hasenzähne und dachte, mit dem Schnurrbart könnte ich sie zuhängen. Gut. Es ist noch gar nicht lange her, da habt ihr euch vermutlich gesehen. Und zwar am Samstag. Freitag, erster Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Habt ihr euch gesehen? Ja, kurz. Wie läuft das dann ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also verabredet ihr euch? Läuft ihr euch eh über den Weg? Wartest du auf Jürgen Brandt oder wie läuft das ab? Also ich wusste ja, dass er im Stadion ist. nein, also Dortmund ist für mich immer ein Auswärtsspiel, was ich jedes Jahr eigentlich mitmache, weil ich da relativ viele nette Leute kenne. Ich mag auch meinen Stadionsprecherkollegen Norbert Dickel sehr, sehr gerne, den ich auch jedes Mal besuche. Und bei uns ist es jetzt mittlerweile so, wenn wir uns irgendwo treffen, dann sagen wir halt Hallo. Und ich bin einfach total gerne in Dortmund. Und hatte eine Karte für den Innenraum, Jürgen auch. Und dann haben wir uns da kurz getroffen, tatsächlich. Wann seid ihr euch das erste Mal begegnet? Ich vermute, dass du das besser weißt als Jürgen, weil also ich habe ihn aber früher, ich habe wahrscheinlich nicht früher gehört. Ich meine, das erste Mal... Da würde ich gleich auch drauf kommen, weil ich glaube, anfangs, also du hast ihn ja praktisch überholt. Ne? Ich glaube, so als du aufgestiegen bist mit Mainz in die erste Liga, da warst du wahrscheinlich unbekannter als Arndt und seine wunderbare Welt des Fußballs. Heute ist es wahrscheinlich ein bisschen andersrum. Nein. Also es ist tatsächlich so, dass ich das, was er im Radio gemacht hat, absolute Weltklasse fand und herzhaft gelacht habe und das Glück hatte, es ganz oft zu hören. Mhm. Und Andreasen hat uns natürlich ein bisschen... Ja, wir haben einmal eine Schalte gemacht in meiner Fernsehsendung und haben wir uns noch nicht getroffen. Nee. Und dann bin ich irgendwann mal auf einer Pressekonferenz gewesen und habe ihn von hinten überfallen mit einem Andreasen-Schrei und dann haben wir kurz ein Interview gemacht. Andreasen, die Geschichte, kann man vielleicht auch noch mal kurz auspacken? Rolf Töpper-Wien war es, glaube ich, ne? Das ist eine Frage auf deinem Fragebogen. Ja, ist es. Deshalb kommen wir auch drauf. Also, er war sich damals sicher, dass er genau weiß, wie man es ausspricht. Wie Rolf Töpper-Wien immer gedacht hat, dass er genau weiß. Mhm. Und er ist dann aber irgendwann nochmal gewechselt von Andreasen auf Andreasen. Ja, was auch nicht ganz richtig ist. Also das Schöne an Andreasen ist, dass der in Bremen gespielt hat, aber auch ein alter Kumpel von Jürgen Klopp ist. Also auch wieder einer, der genannt wieder. Und jetzt wieder fit ist. Und der wird wie so Andreas... mit EN hinten gesprochen. Andreasen. Das so wird übrigens auch geschrieben, ganz verrückt. Ja, ja. Und die Dänen, die machen das ja immer so ein bisschen so, also die sagen Andreasen. Und Töpper-Wien hat es genau umgedreht und hat sich den falschen Umlaut gemerkt. Also laut eurem Fragebogen ist es auf jeden Fall jetzt ganz klar, dass es mit 5 laut Jürgen und laut Arndt dir mit 4 Ö geschrieben wird. Aber nur von das ist landsmännisch unterschiedlich. Pi. Weil im westfälischen Sprachraum spricht man eh längere Umlaute auch. Aber ich habe an dem Abend, als er das im Fernsehen gesagt hat, habe ich direkt Leon angerufen. Und habe nochmal nachgefragt, weil ich natürlich, er war ja mein Spieler, nur nicht, also davor. Und da habe ich nur gedacht, habe ihn gefragt, wie spricht man deinen Namen aus? Weil vielleicht habe ich das ja jahrelang falsch gemacht. Und dann hat er gesagt, nee, alles richtig. Und dann kam ein paar Tage später, irgendwie am Wochenende dann drauf, kam die Radiogeschichte und das fand ich dann schon sehr, sehr lustig. Gibt's irgendein ähnliches Verhältnis im deutschen Fußball, was mit eurem zu vergleichen wäre und von dem ihr wisst? Also so eine Beziehung zwischen einem Journalist und einem Fußballtrainer? Also bei uns ist es ja so, dass wir haben keine Beziehung im eigentlichen Sinn, sondern wir respektieren uns einfach nur sehr aus der Distanz und mögen uns tatsächlich. Also aber das ist jetzt, wir waren so auf der 11-Freunde-Gala und haben tatsächlich, an dem Abend waren wir uns, glaube ich, so die sympathischsten. Also waren viele nette Leute da, aber wir haben uns zielsicher dann zueinander gesetzt und das ist dann ganz schön. Also und es gibt wahrscheinlich... Gibt es ein paar Mal? Also ich muss dazu sagen, ich habe es ein bisschen einfacher als andere Kollegen, weil ich habe ja eine merkwürdige Rolle, was Journalismus angeht. Ich muss ja keine seriöse Berichterstattung machen. Deswegen ist es für mich auch völlig okay, wenn ich Fan bin und wenn ich eine Nähe zu Leuten habe, die ich mag und wenn ich bestimmte Vereine lieber mag als andere. Das könnte ich als Moderator des Sportstudios so nicht fliegen. Findest du denn überhaupt, dass man seriöse Sportberichterstattung machen kann? Außerhalb Kölns ja. Man kann es versuchen auf jeden Fall, aber ich muss es nicht mal versuchen, das ist das Schöne. Ich habe mir immer alles so gesucht, ich bin in Bremen Stadionsprecher, deswegen kann ich da weiter rumbrüllen, auch wenn ich keine Dorkarte mehr habe. Ich kann in meiner Sendung total subjektiv und parteiisch sein und das ist einfach dann auch klasse, weil ich dann eben auch nicht Distanz wahren muss, wo ich keine wahren will, wenn mir jemand... Und für dich als Trainer ist es wahrscheinlich auch angenehmer, mal mit etwas anderen Fragen konfrontiert zu werden als normalerweise. Ja,
Also grundsätzlich am besten ist das, wenn du gar nicht gefragt wirst, also oder wenn man dich einfach in Ruhe lässt, aber ja, absolut. Aber es ist tatsächlich so, dass wir haben ja nicht so häufig. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns alle paar Wochen... Ja, aber es ist schon beeindruckend, wie ihr zusammen funktioniert. Also ja, ab dem ersten Moment, wo ich euch beide zusammen gesehen habe... Wir sind uns ohne Zweifel sehr sympathisch, obwohl wir Derbyjacken anhaben. Ja. Nee. Du sagst jetzt nicht die Marke, ne? Nee, aber ich verstehe nicht, warum Derbyjacken. Weil das die Gebrüder Dassler gemacht haben. Beide, der eine hatte die eine Firma, der andere die andere. Puma und Adidas. Ja, gibt auch noch Nike und Reebok. Ja, ist ja nicht in, aber die sind nicht in alle Fahnen. Aber was ist das Derby? Also Puma gegen Adidas. Das ist das Herzogenauracher Derby. Okay. Ja. Wenn ich in den vergangenen Tagen Dortmunder Fans getroffen habe, haben die mir, ohne dass ich sie gefragt hätte, von ihren Saisonzielen berichtet. Und da fiel öfter das Wort Triple. Ich habe mich gefragt, bedeutet das jetzt drei Meisterschaften hintereinander oder geht es tatsächlich um Champions League Pokalmeisterschaft? Was wäre dir sympathischer? Oh. Muss ich kurz nachdenken? Ja, also sympathisch wäre mir dann das zweite, weil es das erste beinhaltet, aber oh Gott, muss ich kurz nachdenken. Mist. Ja, aber ganz ehrlich, die Leute dürfen gerne träumen von allem Möglichen, aber das ist ja schwer genug, wie uns das erste Spiel gegen Werder Bremen schon gezeigt hat. Ja, ist richtig harte Arbeit wieder. Ich bin Bremen sehr dankbar und Arndt auch. Starker Übergang, wenn Arndt, ich mal sagen darf, ja? Ich habe überhaupt nichts gegen Bayern München, aber was mir immer unglaublich auf die Nerven geht, ist, wann immer eine andere deutsche Mannschaft im Europapokal nicht gut abschneidet, so wie der BVB letztes Jahr, heißt es immer, es sind eben doch immer nur die Bayern und alle anderen Mannschaften können auf internationalem Niveau nichts reißen. Ist für mich immer völliger Quatsch und ich finde es immer schön, wenn es mal eine Mannschaft gibt, die das mal durchbricht. Vielleicht haben wir Glück und morgen kriegen wir drei weitere Mannschaften aus Top 4. Aus Versehen. Aber ihr seid im Top 4 jetzt, glaube ich, gelandet. Ich stehe mit beiden Beinen im Top 4, wenn heute Abend nichts Außergewöhnliches passiert ist und Gladbach hat ja leider verloren, sonst hätte es noch reichen können. Also den direkten Vergleich verloren und ja. Dein Tipp für Bremen, Arndt, was können die reißen, diese Saison? Ach, ich bin guten Mutes, wir haben zwei richtig schlechte Jahre hinter uns und 4, 5. Gute Mannschaft. Gute Mannschaft. Es war ein Kampf der Titanen heute in dieser Sendung, was Fußballwissen angeht. 4 von 5. Ich hatte nichts damit zu tun. Es hatte mit euch beiden zu tun. Deshalb zum Schluss jetzt die ultimative Expertenfrage. Wenn es einer von euch weiß, bitte nicht verraten. Also erst nachdem der andere seine Niederlage eingestanden hat. Es gibt drei Städte, die jeweils zwei Vereine haben, die schon deutscher Pokalsieger waren. Welche Städte sind das? Ich weiß es. Du weißt es? Was eine Frechheit. Dann fang an, Jürgen. Gut, Stuttgart dann wahrscheinlich nicht. Fang einfach an. Ja, München. Ja. Aha. Auf die anderen beiden kommt er nie. Liebe Zuhörer zu Hause, auf die anderen beiden Städte kommt Jürgen Klopp nie. Kann man aber dazu sagen, dass Arndt den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit dem Scheiß zu beschäftigen. Ja, und ich muss ja arbeiten. Okay, ja. Arndt, dann löst jetzt langsam auf, erst mit dem zweitspektakulärsten, was sich auch hier in der Nähe befindet. Essen. Rot-Weiß und Schwarz-Weiß, Jürgen. Und das dritte? Boah. Das dritte ist richtig mies. Aber das geht nur, wenn man als Jugendlicher das Stadionheft ausgetragen hat. Das dritte, Wien. Boah. Und da sind von da wäre ich nicht wie drauf. Wie hieß der Pokal damals? Chammer-Pokal. Der Chammer-Pokal, ja. Ich habe vor der Sendung gesagt, Arndt zeigt, da wäre mein Telefonjoker. Teilweise düstere bei Zeiten. Fußball. Ja, Bundesliga. Das war der 1Live Parmet Talk. Zu Gast waren Arndt Zeigler und Jürgen Klopp. Vielen Dank, schön, dass ihr hier wart. Wer Interesse hat an diesem Interview, an diesem Gespräch, das Ganze gibt es morgen auch noch mit Bildmaterial auf 1Live.de. Jetzt gleich kommt Hans Nieswand. Mein Name ist Till Hase. Was er mir macht, das macht bitte gut. Und die letzten Worte, die habt ihr. Ich wünsche uns gegenseitig eine schöne Saison. Absolut. Und wenn ich mal in Wattenscheid bin, kaufe ich mir eine Wurst. Ja, gern. In Bochum könnte ich auch eine Wurst kaufen. Prost. Prost. Wir haben jetzt Kölner Kölsch. Haben wir Kölsch aus der Flasche? Wie beim Fußball. Zum Wohl. Nochmal. Keine Currywurst bei Fußball. Keine Currywurst.